Hallo Freunde und herzlich willkommen zu. Ja, okay, Datenfallen erkennen ist es eigentlich nicht. Callcenter-Abwehr auch nicht. Auf jeden Fall geht es um Betrüger, weil die sterben ja nie aus. Wir wissen alle, das wird ein richtig beschissener Winter. Teurer Strom, teures Gas, teures Öl, teures Essen. Eigentlich ist alles teuer. Und selbst das Sterben, na gut, Sterben war schon immer teuer. Aber kommen wir zum Thema. Momentan sind sie alle unterwegs. Vermeintliche Elektroinstallationsprofis, die sich die Gastherme angucken, Leute, die sich die Heizung angucken, und dann kommen dann irgendwelche Experten aus Osteuropa, die weder Deutsch noch sonst irgendetwas können und eigentlich in ein Bitcoin-Callcenter gehören, tun so, als ob sie irgendwas machen. Du bist schweineviel Geld los. Weiter geht's mit gefakten Heizöllieferungen, mit der Lieferung von Dachpanelen, Elektrogeschichten hier, Solar meine ich. Und natürlich auch mit dem Holz. Für alles sollst du in Vorkasse gehen und bei nichts kriegst du auch nur irgendetwas außer Spott und Häme der Betrüger und ziemlich Ärger mit der Familie, dass du so doof gewesen bist. Und damit du nicht zu denjenigen gehörst, die da doof aus der Wäsche gucken, schauen wir uns jetzt an, wie die Holzmafia arbeitet. Diesen Post habe ich bei Facebook in einer Gruppe gefunden, die damit überhaupt nichts zu tun hat. Da müsste bei den meisten schon die Alarmglocke losgehen, so nach dem Motto, macht ja eigentlich keine anständige Firma, dass die einfach ungefragt irgendwo ihren Quatsch hinknallt. Ein Anton mit zwei O geschrieben Linden bietet hier an, in bestem Deutsch: Wenn Sie interessiert sind, kontaktieren Sie mich direkt per Mail für weitere Informationen. annie.ebert376@gmail.com. Da dürft ihr jetzt gerne alle einmal eine E-Mail hinschreiben und so tun, als ob ihr interessiert seid an Holz, weil dann geht denen wahnsinnig viel Zeit verloren, die beantworten diese Anfragen händisch. Das dauert immer zwischen 5 Minuten und 5 Stunden, bis die geantwortet haben. Das heißt, da sitzt kein Bot dahinter und die müssen sich wirklich dann dahinsetzen und mit Google Translator den Quatsch, den ihr denen schickt, übersetzen, irgendwie versuchen zu verstehen und dann antworten. Mein E-Mail-Verkehr mit denen kommt gleich als kleines Schmankerl einmal und jetzt schauen wir uns erstmal das tolle Angebot an. Wir haben sehr gutes Holz und sofort bereit zu brennen und liefern deutschlandweit. Super, die wollen Deutschland abfackeln, ganz klasse. Und jetzt hier habe ich schmunzeln müssen. Unsere Hölzer sind hart und trocken. Und jetzt kommen also diese ganzen Qualitätsmerkmale, die gutes Holz ausmachen. Ist durchgetrocknet, 3 Jahre abgelagert. Die ganzen guten Sorten und eben die verschiedenen Kaliber, die du bestellen kannst. Dann wird eben gesagt, du kannst sie palettenweise liefern. Ab 10 Kubikmeter Bestellwert profitieren sie von versandkostenfreier Lieferung. Wird natürlich gesagt, klar, ein so Ding bestellen kostet natürlich die Lieferung fast dann so viel als auch das ganze Ding selber nochmal. Und dann kommt eben diese total tolle Staffelung hier. Das geht von 1 Kubikmeter bis zu volles LKW. Und egal wie viel du bestellst, Lieferung erfolgt 48 Stunden nach Bestellung. Bester Kundenservice. Und jetzt das seriöse Qualitätsversprechen, das jeden Zweifelnden überzeugen wird. Alle unsere Kunden waren immer mit der Menge und Qualität unseres Holzes zufrieden. Klar, ich meine, wenn ich 3 LKWs mit Holz geliefert bekomme, dann stehe ich da ja auch immer mit der Küchenwaage und wiege nach, ob das dann noch genau das ist, was ich haben wollte, und mache sofort ein halbes Schwein auf den Grill, um zu gucken, ob das Holz auch gut brennt. Geben Sie Ihre Bestellung auf, damit auch Sie zufrieden sind. Ja, klasse. Macht 9 Live ungefähr auch so, ne? Sagen Sie uns, wie viel Kubikmeter Sie benötigen, und dann kommt wieder die E-Mail. Und ich habe natürlich gedacht, gut, denen musst du mal schreiben. Ich baue mal so ein paar verschiedene Charaktere rein, damit es nicht so langweilig wird. Und guten Tag. Wir den Betrieb unserer Eierersmasche und zum Heizen des Callcenters benötigen wir dringend Brennholz. Ich möchte diese Teppich nicht kaufen. Wie schnell können Sie 3 LKW Holz schicken? Gibt es bei dieser großen Menge einen Rabatt? Vielen Dank. Gerne können wir telefonieren. Hat mir leider keine Telefonnummer geschickt. Ich wünsche Ihnen allzeit ein gutes Schwein. Lang lebe Otterdam, Rakesch. Einfach um einmal so diese Interesse eben generell zu bekunden, sagen wir brauchen dringend Brennholz. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen und ich wünsche Ihnen allzeit ein gutes Schwein. Da müsste eigentlich jeder Mensch verstehen, okay, der will mich gerade verarschen. Das heißt, wenn die darauf überhaupt antworten, haben wir schon den Beweis, es kann sich dabei in keiner Form um irgendeine seriöse Firma handeln. Vor allem, wenn eine annie.ebert@gmail.com ohne Internetseite oder irgendetwas solche Inserate da postet. Aber es steht ja jeden Tag leider ein Mensch auf, der so auf etwas hereinfällt. Und dann kommt eben zurück.
Hallo, vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir möchten Sie informieren, dass ein LKW enthält 50 Kubikmeter, 25 Paletten, die 2.500 Euro inklusive Lieferung kosten. Die drei LKW enthalten 150 Kubikmeter, also 75 Paletten, die 7.500 Euro inklusive Lieferung kostet. Oh toll! Hier sind die Qualitäten, die wir anbieten. Buche, Eiche, Esche, Birke und andere. Sie leben in 15 cm bis 55 cm. NB, in Bezug auf die Zahlung müssen Sie die Reservierung per Banküberweisung vornehmen, entweder die gesamte oder die Hälfte Ihrer Bestellung, damit wir Ihre Bestellung registrieren und Ihre Lieferung planen können. Alter, ich möchte den Kopf an die Wand schlagen, das mit so viel Enthusiasmus noch vorlesen zu müssen. Gut, weiter geht's. Shalom Kai, wir brauchen gerommelte deutsche Eiche im Kaliber 55 cm. Bitte informieren Sie uns über die geplante Route, damit wir Luftabwehr garantieren können. Bitte geben Sie Ihre Kontonummer sowie Ihre Handelsregisternummer und Ihr Kfz-Kennzeichen bekannt. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Hier ist das Bestellformular sowie die Bankverbindung für die Buchung Ihrer Bestellung. Drei LKWs, 7.500 Euro. Eiche, Lieferung inklusive. Wenn dies perfekt zu Ihnen passt, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Holzlänge, zu lang für dich. Name, Vorname, Adresse, Telefon und E-Mail. Hier sind die Bankdaten für die Buchung Ihrer Bestellung. Und dann sind hier eben die ganzen tollen Bankdaten. Und hier ist auch. Nee, das ist mein Text, hör. Du sollst nur oben vorlesen. Aber hör auf! Nein, ich bin dran, halt die Schnauze. So, hier ist der Name von einer Mittelsperson, das kennen wir ja schon. Irgendjemanden, dem Sie eine Kontovollmacht abgenötigt, abgezwungen oder abgekauft haben. Hier unten ist ein tatsächlicher in Deutschland registrierter und tätiger Holzhändler, der sich hinter dieser Umsatzsteuer-Identifikationsnummer versteckt. Dazu mehr. Und selbstverständlich muss man eine Quittung der Zahlung als Beweis schicken, während die außer Schwachsinn überhaupt nichts schicken. So, und dann kommt's. Im Anhang finden Sie das Foto eines unserer Lastwagen. Hammergeil, also ich glaube, meine hier so ein rumänisches Kennzeichen. Ja, doch, hier unten steht RO. Guck mal, das sind drei Paletten, haben Sie schon gepackt. Das Foto unseres Lastwagens sowie das Foto des Ausweises vom Fahrer. Wir warten auf Ihre Reservierung, damit wir Ihre Bestellung speichern und Lieferung planen können. Den Ausweis, ihr seht, hier ist einer, werde ich nicht öffnen, weil der aktuell noch gültig ist bis 27, also recht neu, und darauf auch eine tatsächliche Person zu finden ist. Auch dazu später mehr. Ich habe dann, als ich die Person noch nicht. Ach, jetzt habe ich es fast verraten. Ich habe die Person ausfindig gemacht. Schicken Sie mir bitte auch die Rückseite von Ausweis von Fahrer wegen den 00 WC Frisch Identifikationsnummer. Da Sie den Abläufen der WC hier entgegen dem Uhrzeigersinn Drehung machen, ist den Informationen sehr wichtig. Bitte beachten Sie bei der Nutzung von Toiletten, dass Sie mit dem Gesicht zur Wand sitzen. Dies geschieht zu Ihren Sicherheiten. Bekommen wir einen Rabatt, wenn wir drei LKW-Bestellungen haben? Wir brauchen bitte eine Rechnung. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Die Informationen, die wir Ihnen gerade geschickt haben, reichen weitgehend aus, damit Sie Ihre Bestellung aufgeben können. Sie müssen verstehen, dass wir den Rabatt von 5 LKW machen. Wenn Sie also Ihre Bestellung bei uns haben möchten, dann füllen Sie bitte das Formular aus und machen Sie Ihre Reservierung, damit wir Ihre Bestellung speichern können. Aber wenn nicht, machen Sie Ihre Bestellung einfach woanders. Wie sind Konditionen von 5 LKW? Holzlänge 55, Material Eiche, Vorname Du bist ein, Nachname Dummkopf, Adresse Trottelstraße in Baden-Baden, mit der Telefonnummer von der Davidwache in Hamburg und mit der E-Mail-Adresse vom Bundeskriminalamt. Wir haben die Lieferdaten erhalten. Bei einer Bestellung von 5 LKW machen wir die Reduktion von 2 Kubikmeter auf jeden LKW, was einen Rabatt von 100 Euro auf jeden LKW ausmacht. Und der gesamte Rabatt beträgt 500 Euro. Die 5 LKW kosten 12.000 statt 12.500 Euro. Dann bestätigen Sie uns bitte die Menge Ihrer Bestellung und reservieren Sie die Hälfte Ihrer Bestellung über die Bankverbindung, die wir Ihnen gerade gegeben haben, damit wir Ihre Lieferung planen können. Vielen Dank für den großartigen Rabatt. Als Dankeschön schicken wir drei Beutel weiblichen Ziegenhaaren, den Farben können Sie frei wählen. Wichtig,
Können Sie mir bitte einen richtigen Rechnung im PDF-Format für Bestellhalter schicken? Denn heilige Kuh sei mit dir. Wir stellen keine Rechnung ohne Bestätigung der Buchung der Bestellung aus. Ich bestätige die Buchung, weil ich zu wenig Holz vor der Hütte habe. Meine Ziegen frieren. Sie müssen die Reservierung per Banküberweisung vornehmen und uns den Buchungsbeleg zusenden, damit wir Ihre Bestellung registrieren können, um Ihnen die Rechnung für Ihre Bestellung auszustellen und die Lieferung zu planen. Ja, und dann habe ich einfach mal gefragt, siehst du so dumm aus, wie du dich anhörst? Wir haben den Holzhändler, den Inhaber des Bankkonto und den Inhaber des Ausweises informiert, dass Betrüger mit ihren Daten arbeiten. Und jetzt mein Lieblingssatz, du bist live auf YouTube, du Bastard. Ist zwar nicht live, aber hey, kommt dem nahe dran, das ist jetzt mit einem Tag, 2 Tagen Verzögerung. Und ja, jetzt habt ihr die ganze Masche gesehen. Facebook-Posting, das gleiche habe ich auch gefunden bei eBay Kleinanzeigen. Das gleiche habe ich von Kollegen aus Berlin gehört, gibt es auch als Flyer, aber in anderer Aufmachung. Also wird es nicht der gleiche Anbieter sein. Aber die Masche ist die gleiche. Die bieten sehr günstiges Holz an und erwarten eben, dass man für alles in Vorkasse geht. Und die ganzen Geschäftsmodalitäten, die schreien ja schon zum Himmel. Entweder zahlst du alles direkt oder die Hälfte kannst du dir aussuchen. Und diese ganze normale Firma hat ja eine richtige Staffelung mit Konditionen, AGB und hier und da, die haben ja gar nichts. Außer eben Bock, dir das Geld zu klauen. Und ja, was habe ich dann gemacht, als ich mit der Tussi fertig war? Ich habe gemerkt, ich komme nicht weiter, einen Anruf wird es auch nicht geben. Fangen wir an, Inhaber des Bankkontos. Gehen wir mal davon aus, einen ähnlichen Fall hatte ich schon. Das Video ist in Vorbereitung. Da bin ich ja über ein Video an die kompletten Bankdaten von einem vermeintlichen Scammer gekommen. Stellte sich dann nach Anzeige heraus, dass dem nicht ganz so ist. Ich habe hier die Bank des Inhabers mit Anhang des ganzen E-Mail-Verkehrs darüber informiert, dass eine ihrer Kunden eben hier in eine Betrugsmasche involviert ist oder hier als Mittelsmann genutzt wird. Sie möchten die Person bitte einmal warnen. Den Weg zu den Cops spare ich mir. Ich weiß, da passiert nichts. Den Inhaber des Ausweises, da hatte ich ja erst gehofft, sie schickt mir noch die Rückseite, damit man eben genaue Daten hat und da anfragen kann. Den habe ich nach ein bisschen Suchen dann über eine Social-Media-Plattform gefunden. Habe ihm ein Bild geschickt und gesagt, sorry, du bist mir nicht hundertprozentig sicher, bist du das? Sehr, wo hast du meinen Ausweis her? Da haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und der gute Mann scheint, ohne das jetzt in irgendeiner Weise böse zu meinen, mental beeinträchtigt und oder unter Betreuung zu stehen. Der hat nämlich keinen geraden Satz rausbekommen und hat auch überhaupt nicht verstanden, was da los ist und hat mehrmals gesagt, dass er damit gar nichts zu tun hat. Also ich bin der Meinung, da in der Konversation mitbekommen zu haben, dass es dem nicht besonders gut geht. Der weiß jetzt aber auch zumindest schon mal Bescheid, dass da was passiert ist, auch wenn ich fürchte, dass er einfach nur ausgenutzt wird und gar nicht versteht, was da passiert. Und als ein paar Minuten habe ich es nach langem, also ein paar Minuten vor diesem Video, ich mache ja immer One-Takes, ne? Ist mir zu doof immer, Ende, Stopp, Ende, Stopp. Habe ich bei dem Holzhändler angerufen. Der hatte lustigerweise fast den gleichen Akzent wie Dimitri und fing gleich an, ins Telefon zu schreien, als ich gesagt habe, ich habe eine E-Mail bekommen. Oh, du bist so dumm, fall da nicht drauf rein, das sieht doch jeder, ist ein Betrug. Sag ich, hey, ich wollte dich nur darüber warnen. Ich weiß, ich ganze Tag hätte mein Telefon. Also der wusste auch schon bestens Bescheid und jetzt packe ich eben diese ganzen wichtigen Informationen mit Ausnahme des Ausweises eben bei mir in die Videobeschreibung noch mit rein, weil ich weiß, dass durch die ganzen Aufrufe und Interaktionen, die ihr eben generiert, liebe Ziegenarmee, dieses Ding eine gewisse Reichweite haben wird in der Google-Suche. Und wenn es dann Leute gibt, die nach der Handelsregisternummer oder nach der IBAN-Nummer suchen, dass die eben bei diesem Video landen und direkt wissen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt, auf die sie bitte nicht hereinfallen sollen. Mit dem Wissen dürft ihr gerne gerade ältere Familienmitglieder ansprechen, die Holzöfen haben, wo ihr das wisst. Freunde, Bekannte oder eben generell jeden, der sich gerne mal ein bisschen anguckt, wie Betrüger sich lächerlich machen. Ihr dürft hier gerne ein Däumchen drunter lassen, was drunter schreiben und daran denken, die Glocke zu aktivieren. Es kommt hier öfter mal momentan was, nicht nur samstags und sonntags zu den festen Terminen, sondern wie jetzt, wenn ich so einen Schmankerl habe, auch zwischendurch. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Lasst euch kein Holz andrehen.